Ungefähr 850 Weltläden gibt es in Deutschland, einen davon in Hannover im Stadtteil Linden, den Allerweltsladen. Hier bekommt man Produkte von Kleidung bis Kaffee, natürlich alles fair gehandelt. Wir möchten eben ein kleines Stück Gerechtigkeit erzeugen. Fairer Handel bedeutet eben, dass die Menschen, die die Produkte herstellen in Asien, Afrika und Lateinamerika, unter vernünftigen Arbeitsbedingungen arbeiten können. Als das Fairtrade-Produkt schlechthin gilt Kaffee. Mit ihm hat alles angefangen. Aber wo kommt der her, dieser faire Kaffee? Der Weg führt nach Wuppertal zum Hauptsitz der GEPA. Das Importunternehmen wurde vor 40 Jahren gegründet, genau wie der Dachverband der Weltläden. Beide entstanden im Umfeld der evangelischen und der katholischen Jugend. Die GEPA ist damals wie heute mit den Zielen angetreten, und das ist nämlich zum einen Produzenten nachhaltig zu unterstützen, Verbraucher aufzuklären und dazu beizutragen, ungerechte Welthandelsstrukturen zu verändern. Und gerade bei der Verbraucheraufklärung, denke ich, und bei dem Bewusstsein hat sich schon jede Menge getan. Was bekommt der Mensch, der mein Produkt produziert hat? Welche Verantwortung hat das Unternehmen? Welche Verantwortung die Politik und welche ich als Verbraucher? Die GEPA vertreibt Produkte wie Kakao, Tee und natürlich auch Kaffee. Der macht fast die Hälfte des Umsatzes aus und kommt zum Beispiel aus Mexiko. Die Produzenten und ihre Familien sollen von dem Geld, was sie für den Kaffee bekommen, gut leben können. Mit den Preisen sind wir sehr zufrieden, denn es gibt ja etwas mehr Geld. Das Ganze bedeutet uns aber noch viel mehr, nämlich die Wertschätzung unserer Arbeit. In Wuppertal wird dann im Kaffeelabor dafür gesorgt, dass das beliebteste Getränk der Deutschen auch gut schmeckt. Hier können Sie den als Rohware sehen, hier als fertig geröstet. Wir machen in erster Linie Qualitätskontrolle. Dann hängen wir in erster Linie in die Nase rein, um zu riechen. Hat er irgendwie einen fremdartigen Geruch? Ja, wie schmeckt ein guter Kaffee? Ja, voll aromatisch, frisch, muss eine schöne, feine Säure haben. Und wenn ich den im Mund habe, muss er ein bisschen liegen bleiben, dann muss er nachwirken. So kommt der faire Kaffee in die Weltläden und zum Endverbraucher. Seit inzwischen 40 Jahren.